So, liebe Leute, damit willkommen zurück zu Versuch Nummer 2 von Stream. Alles habe ich nochmal durchgestartet. Der Erwin Hansa ist wieder drin, Szenario ist durchgestartet. Hat jetzt ein bisschen länger gedauert als geplant. Aber ja, ich glaube, jetzt funktioniert es richtig, dass wir hier mit unserem Cambly Shuttle auf den Gotthard fahren können und dann auf der anderen Seite wieder runter. Und hat gar nicht lange gedauert, da ist der Yoshi da als Erster. Schön bist du da. So, gehen wir aus der Pause raus. Und machen die Tür auf. Und währenddessen tun wir mal aufrüsten. Guten Morgen und willkommen an Bord dieses Zuges mit der Nummer 1511, der nach Bellinzona fährt. Er hält in Guschnen, Airolo, Ambrepiotta, Faido, Lavorgo, Bodio, Biasca, Castione Abedo und Bellinzona seine Enthaltestelle. So, jetzt checkt mal. Wir wünschen Ihnen allen eine angenehme Reise an Bord unseres Zuges. Jetzt scheint mal alles gut zu funktionieren. Ich hoffe, die Ansagen kommen bei euch auch gut durch und sind nicht zu laut. Aber ich denke mal, ich habe sie ganz gut eingestellt. Okay, dann schauen wir mal hier draußen. Passt alles. Nee, Mann, 20:30. Und eben, leider, Zugschlusslichter gehen nicht. Ist, was ist, aber soll uns jetzt mal nicht stören. Wir haben sogar die Effekte für den Fahrgastraum mit drin. Du hörst es ja gerade reden. Das kommt nicht vom Spiel, das kommt vom RB Enhancer, so als kleiner Effekt. Man kann sich ja das Ganze hier in den Einstellungen ja ein- und ausschalten. Gleis 2. Die Abfahrt des Zuges 1511 nach Bellinzona um 7:44. Uhr steht unmittelbar bevor. Bitte halten Sie sich von den Türen fern. Ja, dann. So, da. Ausfahrt hier. Los geht's. Im weichen Bereich erstmal 60 und dann geht's mit 80 weiter. Ja, und vielen lieben Dank für den Sub. Freut mich sehr. Macht das doch von der Lautstärke her, vom Spiel her, oder soll ich es ein bisschen leiser machen? Gehen wir hier mal ein bisschen raus. Passt, wunderbar. Hört man noch gern. Ah, ist schon schön, dass man hier das Interface anpassen kann, so wie man es gerade braucht. Ja, wird eine lange Fahrt jetzt hier auf der alten Gotthardstrecke. Aber wird rein szenerietechnisch recht schön werden. Und es ist auch ganz gut Verkehr hier auf der Strecke. Kommt schon gerade der nächste. Ich habe mir noch überlegt, ob ich mit dem Intercity 2000 fahre. Aber der Cambly Express hat es mal ein bisschen mehr angetan. Gerade vor allem, nachdem ich den Swiss Express gestern gefahren bin. Ich weiß, das war ein bisschen eine späte Fahrt. Heute etwas normalere Zeit. Auch wenn ich früher starten wollte. Und seid ihr alle gut in die Woche reingestartet? Habt ihr einen normalen Montag gehabt oder war es eher Chaos?
Geschwindigkeit erhalten hier drin. Ist halt so ein Thema. Ah, jetzt habe ich mir gerade selber gehört. Das war jetzt gerade verwirrend. Vor allem gerade jetzt hier im Anfangsbereich ändert sich die Steigung die ganze Zeit. Jetzt sind wir hier bei 21,7%. Aber Goal ist, dass wir natürlich im Fahrplan bleiben und Göschenen um 8.04 Uhr 50 Kilometer, das glaube ich, kriegen wir hin. Sofern kein Blödsinn mit der SOB oder sowas passiert. Ich habe nämlich auch mit dem schon eine kleine Testfahrt gemacht und random hat es mir dann, ohne dass es nachvollziehen kann, die Notbremse reingeschmissen. Ah, und da meine Lieblingsstation, Gurtnellen. Was ich halt immer an das Stellwerk denke, in dem Lokorama. Schon schön, wenn man es dann hier im Spiel sieht. Ich meinte, hinter Gurtnellen ist dann die erste Kehrwende, wo wir dann nach oben gehen. Wird man hier ein paar Höhenmeter machen. Ja, bis dann, Flobber. Haben einen schönen Abend. Und moin, Kylie Dovers. Dort weg ist es. Und moin, Dieter. Dankeschön. Ja, diesmal funktioniert es Gott sei Dank wie geplant. Ah, schon eine schöne Strecke. Wer von euch ist denn die alte Gotthardstrecke schon in echt abgefahren? Machen wir die Beleuchtung hier mal an. Nachtfahrt ohne Licht. Ist das live oder eine Premiere? Nein, es ist live. Sonst könnte ich ja jetzt, glaube ich, auf den Chat nicht reagieren. Ja. Also die Wagen sind echt ein bisschen zu laut vom Rollgeräusch her. Hast du vorne keine Lampen? Ja doch. Die sind ja auch an. Siehst du den nicht? Also die Scheinwerfer sind alle an. Aber so wirklich viel bringen es halt nicht. So, dann 4 Kilometer noch bis Gurtnellen, unsere ersten Schleife. Ich muss gestehen, in den ganzen Jahren, wo ich jetzt in der Schweiz bin, bin ich noch nie die alte Gotthardstrecke gefahren, in echt. Ja gut, was die Lichter betrifft, kann das jetzt auch ein bisschen an den RW Enhancer liegen, den ich jetzt da am Laufen habe. Denn einerseits fahre ich mit der Vulkan-Engine,
nicht mit der von TS Classic und habe angepasste Shader. Ich müsste mir den Zug mal laden im Originalzustand von TS Classic, schauen, ob es dann da anders ist. Aber so wie jetzt gerade der Mod läuft, schaut es halt so aus. Aber wie gesagt, die Lichter sind das kleinste Problem von dem Zug hier. Es ist mehr die Leistung. Denn die 465er hinten, die hat zu viel Leistung. Wenn ich hier ordentlich Gas gebe, dann ist das Ding wie ein Ferrari. Und die Rücklichter kenne ich. Aber ansonsten, Führerstand ist eigentlich okay umgesetzt, würde ich jetzt mal sagen. Ich meine, ihr seht es ja vom Leistungsverhältnis. Ich gebe de facto kaum Gas. Aber komme hier mit 26% Steigerung ganz gut drauf. Oh, da hat man gerade eine Zugbegegnung gehabt. Und was halt noch ist, das Fahrgeräusch von der 460er ist fast gar nicht vorhanden. Die summt nur so vor sich hin. Was schade ist. Und herzlich willkommen in Gottnellen. So, ich denke mal, Kilometer oder zwei noch und dann kommt die erste Schleife. Schade, dass man sich hier nicht den echten Fahrplan reinladen kann. Das wäre cool. Dann hätte man was zum Nachsehen. Ja, und da haben wir die erste Kehrschleife. Wird die alte Strecke noch befahren? Ja, vor allem von den Güterzügen. Die ist noch gut im Einsatz. Und natürlich die Regiozüge sind drauf unterwegs. Aber die ganzen Intercity-Schnellzüge, die fahren alle unten drunter. Und die SBB Historic ist natürlich hier noch aktiv unterwegs, weil die alte Strecke noch kein ECTS hat. Und hoffentlich auch nicht kriegt, weil sonst dürfen die alten Loks nicht mehr fahren. Wie die Krokodile zum Beispiel. Die Gotthard-Strecke, also die neue mit dem neuen Basistunnel, ist eine Neubaustrecke und nach Gesetz her müssen ja alle Neubaustrecken jetzt ECTS haben. Also wird das Fahrfeld für die alten Loks halt immer kleiner. Weil es macht einfach keinen Sinn, ETCS, bei den alten Loks nachzurüsten. Außer man hat einen Geldscheißer. So, das wär's gewesen. Die erste Schleife da. Ein paar Meter höher als vorher. Ich bin mir gar nicht sicher, ob sie die Kirche von Wasten auch nachgestellt haben hier auf der Strecke. Ja, die wird man dann einmal rumfahren.
Ja, gehen wir mal ein bisschen in den Panoramacam. Die Strecke bietet es ja an. Das ist jetzt vor der Krokodil ohne und eine mit dran. Das könnte ich machen, beziehungsweise wenn ich hier mit der... Ach, da ist sie ja. Die Kirche. Wenn ich das mit der Krokodil mache, dann wäre ja V-Max sowieso nur 65. Aber das würde ich dann mit einem schweren Güterzug machen. Dann der Doppeltraktion oder sowas. Das, glaube ich, macht dann Spaß. Oder mit einem HE47 hier raufgurken. Oder? Nee. Doch, das ist die Kirche von Wassen. Also wir werden jetzt, wenn ich jetzt richtig den Kopf habe, hier eine große Schleife machen. Und aufgehen. Könnte jetzt total falsch sein, aber ich meinte, das war jetzt die Kirche von Wassen. Und in echt kannst du halt hier richtig schöne Fotos machen. Genau, jetzt fahren wir da hier einmal drum herum. Meinte ich. Ich meine... Ah. Das heißt Mischpult. Funktioniert nicht so, wie ich das will. Aber die Strecke an sich ist ja nicht neu. Die gibt es jetzt momentan für Umme, glaube ich, auf Steam. Fehlt noch so ein bisschen an Rollmaterial. Also zumindest an guten Rollmaterial. Dass man hier anständig Szenarios basteln kann. Wir hatten auf der Strecke an schweren Züge Schublocks eingesetzt. Oh ja, das kommt vor. Also ich meine, fast alle Güterzüge fahren mit Doppeltraktion hier. Und je nachdem ist dann auch noch eine Schublok hinten dran. So, jetzt sind wir hier weiter oben. Und da vorne ist die Kirche wieder. Und zuerst da hier weiter unten. Sieht man das gerade vom Höhenunterschied her. Ah, ist schon krass, was du hier für einen Höhenunterschied hinlegst. Aber wir werden dann auch durch einen relativ langen Tunnel fahren. Mit dem Gotthardtunnel 15 Kilometer lang. Aber nichts zum Vergleich mit dem Basistunnel mit, was hat der, glaube ich, 56 Kilometer? Eigentlich schon irre. Die Prozentsteigerung siehst du da unten im Tacho. Momentan sind es 26. Da müsst ihr euch mal vorstellen, da sind die damals mit der Dampflok raufgefahren. Auch in Doppeltraktion. Mussten halt mehrmals halten zum Wasser fassen. Ah, 57 Kilometer, danke. War nicht ganz so weit entfernt. Und in Göschenen gab es da den sogenannten Suppenhalt. Und da sind die Leute da ausgestiegen, haben wirklich eine Suppe gegessen. Und da war der Zug wieder bereit und dann ging es durch den Gotthardtunnel. So ein netter kleiner Funfact.
aus der Fast der Zahnradbahn. Ah, nicht in der Schweiz. Wir schaffen das. Ich meine, bergauf fahren ist ja jetzt noch nicht so das Schwierige. Zumindest nicht mit dem Zug. Aber auf der anderen Seite geht es natürlich wieder nach unten. So, 4 Kilometer noch. Und so wie es aussieht, werde ich zu spät sein. Dabei bin ich jetzt gar nicht mal so schlecht gefahren. Finde ich. Die geplante Abfahrt wäre um 9 nach. Ah, ich glaube, das holen wir wieder raus. Und ich glaube, die ZOB hier ist ein bisschen verbuggt. Das sagt man die ganze Zeit 80 an. Was grundsätzlich ja auch richtig ist, aber eigentlich, wenn keine besondere Beschränkung ist, meint ich, sollte er gar nichts anzeigen. Erst je nach Signalbild, wenn zum Beispiel 60 oder 40er Beschränkung kommt, dass er das dann anzeigt. So wie beim Swiss Express gestern. Aber da kann ich falsch sein. Dürfte dann gleich mal die Ansage kommen. Hoffentlich funktioniert's. Ist dann der Scheitelpunkt der Strecke. Einzige Stelle, wo man dann halbwegs schnell fahren dürfen mit 120. Aber bei den Kurven, glaube ich, willst du auch nicht schneller fahren als wir 80. Und mit einem schweren Güterzug vermutlich eh kaum möglich. Interessant, dass er das noch mit erwähnt, denn der Abstand ist wirklich nicht ohne. Und da wären wir. Wenn wir übrigens krass verspätet sind, dann sagt er das auch an. Das ist noch ein schönes Detail hier. Oh, das ist Bremsgeräusch. Mach das doch. Okay, da waren wir oben. Wir haben es geschafft. Ist hier das Göschenen. Schön verschlafen hier. Und hinten haben wir hier noch ein paar Abstellungen. Nicht elektrifiziert. Und das ist das Tunnelportal vom Gotthardtunnel. Da
Da geht es dann gleich rein und 15 Kilometer dann erstmal Dunkelheit. Wie viel ist krass verspätet? Also 2 Minuten ist schon doof. 5 Minuten ist dann schon schlimmer verspätet. Alles drüber ist dann schon schlimm. Zumindest bei der SBB. Zumindest das Standgeräusch haben sie drin. 100 Jahre Cambly. Je länger, je lieber. Nein, das Stream ist hier nicht gesponsert von Cambly. Und 9 nach geht's gerade weg. Oh, ja, läuft ja gut. 60 Sekunden noch. Wir erinnern Sie daran, dass das Rauchen innerhalb des Bahnhofs verboten ist. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis. Ja, das stimmt nicht ganz in der Schweiz. Da gibt es Raucherbereiche. Auch auf dem Perron. Bei der DB ist es noch pünktlich. Okay, gehen wir mit einem Führerstand. Machen uns bereit für die Abfahrt. Und dann wird's dunkel. Ich glaube, ich mache dann das Licht aus. Soll nicht so mega hell sein hier. Und Abfahrt. Ab in den Gotthardtunnel. So, gleich dürfen wir 120 fahren. Los geht's. Und da seht ihr das mit der Beschleunigung, was ich meinte. Das ist einfach viel zu heftig. Will man sehen, wir sehen halt nicht sehr viel. Aber ja. Man sieht jetzt ganz gut eigentlich, wie wir immer noch zu fahren haben bei Airolo. Ist gerade direkt nach dem Tunnelportal, wo wir dann anhalten müssen. Bis dahin bleibt es erstmal so dunkel. Mit einer kontinuierlichen Steigung von 6%. Schon krass, was sie damals geleistet haben mit der Strecke. Hat dort leider auch einige Leben gekostet. Habt ihr übrigens gewusst, dass die Schweiz eines der wenigen Länder ist, die zum Beispiel Wartungsarbeiten im Tunnel oder so während dem ganz normalen Fahrbetrieb machen? Sprich, wenn da eine Seite gesperrt ist, wird auf der anderen Seite ganz normal noch gefahren. Da gibt es keine Vollsperrung. Das machen sie zum Beispiel gerade am Lötschberg-Tunnel. Hat heute eine Doku dazu gesehen. Da sind sie dabei, die Trasse zu erneuern.
Und halt auf der anderen Seite sind sie noch fleißig am Rumfahren. Und das mit Spielräumen unter 20 Zentimeter. Also, nein, falsch gesagt. Wenn zwei Züge gerade nebeneinander stehen, dann hast du vielleicht noch 20 cm Luft zwischen den Zügen. Das ist schon irre. Ah, dann haben wir vielleicht sogar die gleiche Doku gesehen. Da fand ich es noch geil im Lötschberg-Tunnel, dass sie da eine Monorail oben ranklatscht haben, um da die Sachen hin und her zu bringen. Das habe ich so noch nie gesehen. Jetzt sind wir eben. In der Rolle muss ich ein bisschen aufpassen mit dem Anhalten, denn der Bahnsteig ist ein bisschen zu kurz für meinen Zug hier. Kann ich eigentlich in die Fahrgastansicht gehen? Ja, kann ich. Und obwohl die Lichter an sind, ist hier vielleicht ein bisschen dunkel. Ich glaube, ich muss an den Shader noch ein bisschen arbeiten. Tiger Roddy, moinsen, schön bist du da. So, jetzt könnten wir aber langsam mal wieder rauskommen. Das Line-Tuning hier im Tunnel. Also wenn sie jemals hier die neue Gotthardstrecke nachbauen, dann fährst du noch im Basistunnel, so erstmal 20 Minuten nur Tunnel fahren. Aber immerhin, könntest du mit 200 durchbrettern. So, wann kommt die Ankündigung hier für 80? Ich glaube, ich möchte schon mal ein bisschen langsamer werden. Da ist sie. Nächster Halt, Airolo. Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug und Bahnsteig.
So, lass uns mal rollen. Handkopf 18, eine Minute. Ja, das Ganze ist gerade noch ausgehen. Und da sind wir endlich draußen. Ah ne, das war gar nicht hier mit dem kurzen Bahnsteig. Dann war das eins weiter. Wir sind momentan auf der Gotthard-Strecke unterwegs und das Endziel für heute ist Bellinzona. Okay, machen wir die Türen auf. Schauen uns mal um. Hier hat sogar eine alte Drehscheibe. Die vermutlich nicht mehr genutzt wird. Irgendein ehemaliger Verlad. Bisschen Güterzeugs hier zum Hin- und Her rangieren. Der fährt jetzt in den Tunnel rein. Und in 120 Sekunden haben wir unsere Abfahrt. Ich hätte gerne einen Fahrschein, bitte. Ah, heute dürfen alle kostenlos mitfahren. Sonderfahrt. Hier mit dem Cambly Express. Okay, 100 Sekunden. Liebe Leute, ich nutze es mal ganz kurz. Ich gehe mal ganz kurz in die Küche, bin gleich wieder da, macht's kein Blödsinn mit dem Zug. Und ja, bis gleich. So schnell geht's. Machen wir kurz im Bordbistro. Bin wieder vorbereitet. 30 Sekunden habe ich noch. Freut mich. Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Gleis 2. Die Abfahrt des Zuges 1511 nach Bellinzona um 8:21 Uhr. Ruhe steht unmittelbar bevor. Bitte halten Sie sich von den Türen fern. Ah, Ansagen sind schon nice. Hört der Vergleich weiter. Der Zugführer hat Hunger und verspeist mal schnell den Passagieren. Nee, nee. Abfahrt. Ab jetzt bergab. Heißt Einsatz von der E-Bremse. Leimbremsen passt doch ganz gut. Und Panoramic Mode.
Mega schöne Strecke. Also ich kann es euch noch raten, holt euch die. Gerade für Güterzüge, super geil. Bisschen älter, aber immer noch schön zum Fahren. Hat, wenn ich jetzt nicht falsch bin, hat das sogar Rivet Games gemacht. Doch, ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass das von Rivet Games kam. Die haben ja auch die eine Schaffhausen-Strecke gemacht. So, als kleiner Side-Hint im RW-Enhancer kann man, abgesehen, dass man die ganzen Effekte hier noch mit anmachen kann, wo ist denn das? Der Gameplay, glaube ich. Kann man hier zum Beispiel ABS und die SIFA automatisch acknowledgen. Zum Beispiel hier, wenn man nur in der externen Ansicht ist oder halt immer. Das ist noch für mich ganz praktisch, indem ich gerne mal in der Außenansicht bin und dann ab und zu mal das ABS nicht mitkriege. Mit 25% nach unten. Und wenn ich es noch richtig im Kopf habe, dann glaube ich, war es so, dass wenn 4 Güterzüge runterfahren, dann erzeugen die so viel Strom, was Einzug braucht, um die Strecke raufzufahren. Ich glaube, irgendwie so war das. Eigentlich schon eine gute Leistung von der Stromrückgewinnung. Weil jetzt tun wir ja auch nichts anderes, als dass wir hier Strom generieren und hier in die Leitung wieder einspeisen. Ja, Geduld. Es kommt bald. Meine Stimme ist zu leise. Ja, da kann ich lauter machen. So. Wie viele Mäuse treiben den Zug an? Also von der PS-Leistung her weiß ich gar nicht, was die 465er im Detail hat. Da müsste ich jetzt nachschauen, aber wenn ich jetzt hier raus tapp, dann zerschmeißt es den Stream mit dem Mod. Das mache ich mal ein bisschen lauter. Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug und Bahnsteig. Was, der Zug hat 100 ms pro Waggon? Mäusestärke. Was ist denn das für eine Einheit? Sekunden zu spät. Schande über mich. Das ist meine Einheit. Okay.
Und wie viel ist eine Mäusestärke im Verhältnis zu PS? Gleis 3. Bitte halten Sie sich von den Türen fern. Die Abreise steht unmittelbar bevor. So, Abfahrt. Was, 52 Meister sind drei Viertel Pferd? Einfach, oder? Ja, total. Ja, die Passagiere sieht man. Da sind zum Beispiel ein paar, aber das sind statisch. Es werden auch die anderen Wagen animiert, inklusive Speisewagen, aber da gehe ich jetzt gerade mal nicht rein. Du bist immerhin noch glücklich als die Deutsche Bahn. Das ist aber keine Schwierigkeit. Ich gebe mein Bestes. Hey, was haltet ihr eigentlich von der Einführung vom 49-Euro-Ticket, was jetzt nächstes Jahr kommen soll? Also ich persönlich finde es ja echt eine gute Idee. Also wird mir auf jeden Fall den Anreiz geben, da nochmal ein bisschen in Deutschland rumzugurken. Auch wenn es dann nur mit der Regio ist. Aber 49 Euro für die ganz Nahverkehr, ganz Deutschland. Was ein pünktlicher als die Deutsche Bahn Speedrun. Groß nennen das auf den Easy Mode. Ah, das ist schon gemein. War ja, kommt nicht von ungefähr. Sieht schon schön aus. Schade, dass die heute nicht mehr so rumfahren. Zumindest nicht mehr im Regulärbetrieb. Fido, 8 Uhr 37. Ah, 37. Ich erinnere an GTA, da gab es doch immer diese wechselnde Kamera in Fahrzeugen. Auch immer schön. Ah, oh, ich habe sie gerade irgendwie gar nicht mehr im Kopf drin. Aber ich meinte ja, da war noch was mit dieser Panoramic Cam. Mit meinem Monatsticket für Zubis bin ich zwar 55 günstiger, kann aber auch noch innerhalb der Stadt fahren. Dann sind 49 definitiv günstig für ganz Deutschland. Ja, schon. Also, wenn man es im Verhältnis sieht, ne? Ich denke mal, wenn man jetzt sagt, man ist im Monat eh nur in der Stadt unterwegs. Klar, da nimmt man halt das lokale Ticket halt für den Monat, je nachdem. Aber wenn man sagt, okay, ich guck mal ein bisschen um oder ich mache mal eine kleine Fernreise, dann glaube ich, kann sich das recht schnell rechnen. Was ich hier in GTA San Andreas so geil fand, ist, dass man ja da mit dem Zug fahren konnte. Das war für mich so ein persönliches Highlight. Warum wohl? Und da war es irgendwie so schlimm. Ich glaube, in den Konsolen war es so, da konnte man die Weichen stellen, aber auf PC konnte man das nicht mehr.
Das fand ich voll doof. Ah, so ein Remake von San Andreas. Ich glaube, das würde ich spielen. Ja, was so ein Stadtticket kostet im Monat, kann ich gar nicht sagen für Deutschland. Das müsste jetzt jemand aus dem Chat beantworten. Ich kann es nur für mich sagen, in Zürich, da rentiert sich die Monatskarte gar nicht. Also für die Zone 110, das ist die Stadt Zürich. Weil ich viel zu wenig mit dem ÖV fahre, mit dem Homeoffice. Ja, wenn es hinkommt, fahre ich halt zweimal in der Woche mit dem ÖV zur Arbeit, wo ich dann halt im Office sein muss und der Rest bin ich daheim. Das andere mache ich mit dem E-Scooter und wenn es dann doch mal weiter weg ist, ist der Einzelpreis gerade mit dem Halbtags, also sprich 50% Reduktion für alle, die jetzt Halbtags nicht kennen, einfach günstiger als wie so ein Monatsabo. Aber wie gesagt, das kommt immer aufs Verhältnis davon. Wenn man jetzt viel unterwegs ist, dann kann sich das recht schnell rechnen. Das gleiche auch mit dem Generalabonnement in der Schweiz. Ich glaube, er kostet ja 330 oder 340 Franken, was du da ganz in Schweiz dann kostenlos fahren kannst für einen Monat. Das hat sich bei der alten Arbeit bei mir gelohnt, als ich noch zwei, drei Mal in der Woche nach Bern und Spiez fahren musste, weil da ist das ganz schnell drin. Jetzt gerade ein bisschen arg steil hier runter. Ja gut, Yoshi, nutzt du den ÖV täglich? Ja gut, dann ist natürlich was anderes. Drücken wir halt ja, für die zwei Tage halt jeweils zweimal kurz Kurzstrecke raus. Für den Teil, wo ich mit dem ÖV fahren muss. Rest mit dem Roller, wo gut ist. So ein E-Roller, gerade in Zürich, ist eine super Anschaffung, kann ich euch nur sagen. Da spart ihr so viel Geld und seid so schnell unterwegs. By the way, was würdet ihr eigentlich davon halten, wenn man so diese Eisenbahn-Streams offen für Discord macht oder zumindest für ausgewählte Leute? Dass wir dann wie so einen Gruppentag haben, dass ich jetzt nicht der Einzige bin, der so quatscht. Wäre das was? Was? Ich habe einen E-Roller, weil die meine Busse auf Arbeit gestrichen haben. Was? Busse? Also Busse, ah. Was hast du denn für einen? Den von Xiaomi? Nächster Halt, Fido, wo ist die Ansage? Nächster Halt, Fido. Moment mal, es gibt bei dir Preisstufen. 58, 10. Was ist der Unterschied in den Stufen? Ist das so erste, zweite Klasse oder mit was man fahren darf? Oder wie muss man das verstehen?
Achso, zonenabhängig, okay. Und da wären wir da in Fido. Beinahe pünktlich. Okay. Hat das jetzt gereicht vom Platz her oder sind wir hinten? Ja, das geht sicher locker aus hier. Er hat sogar einen alten Güterverlad hier gehabt. Erhält in Lavorgo, Bodio, Biasca, Castiona Abedo. Oh, schade, jetzt haben wir die Ansage zum Teil verpasst. Was in der Schweiz noch gemein ist, dass es manche Zonen gibt, die doppelt berechnet werden. Also Zone 110 zum Beispiel ist gerade so eine. Und was ist Winterthur für eine Zone? War das 120? Ich bin mir gerade nicht sicher. Die gilt auch doppelt von der Berechnung her. Übrigens, GTA 3, was sieht in der Remastered Collection? Ja, mit der wurde ich noch nicht so ganz warm, dass ich sage, die hole ich mir. Jetzt hat sie irgendwie einen super geil Bundle drin ist, wo es kaum was kostet, dann glaube ich, hole ich es mir. Aber so jetzt noch nicht. Vor allem, bin mir nicht sicher, was GTA 3, was sie jetzt da komplett umgearbeitet haben, wo dann die meisten Mods nicht funktionieren. War dann so einer, der hat sich dann vor allem so Auto-Mod-Packs reingeholt, wo dann realistische Fahrzeuge so drin waren und Grafik-Enhancer und Co. Boah, GTA konnte man so geil modden. Oder immer noch, besser gesagt. Gerade fürs letzte GTA, da gibt es ja so geile Ultra-Enhancement-Mods, wo das Spiel ausschaut wie in echt. Das ist krass, was da teilweise geht. GameStar hat da ja schon mehrmals Artikel drüber gebracht. Läuft's denn gut auf der Switch? Also bist du zufrieden? Übrigens, wenn wir gerade Zeit haben, könnten wir hier mal mit den Soundeffekten spielen. Genau. Könnte man so Generic Airflow mit anmachen. Das wäre Medium Speed Airflow. Na, wäre nichts für mich. Tunnel Ambient haben wir nicht. Track Joints kann man anmachen. Klingt auch noch geil. Curve Friction. Brake Friction. Midget Rain. Cabin Rattling. Lass mal das mal an und ihr entscheidet, ob das jetzt irgendwie geiler klingt.
Aber ich glaube, der Originalsound übertönt ein bisschen. Ah, ich glaube, ich mache das wieder aus. Aber höchstens vielleicht das da. Ah, lass mal aus. Okay, also bei meiner Testfahrt hat es mir eine Notbremsung reingehaut. Schon ob das jetzt wieder so ist. Nächster Halt, Lavorgo. Wir erinnern Sie daran, dass es verboten ist, im Bahnhofsbereich zu rauchen. Stimmt gar nicht. Also, nur teilweise. Aber ich habe kurzem für 99 Bioshock-Spiele geholt, aber nur Teil 1 kurz angespielt. Ah, Bioshock, so ein geiles Spiel. Alle Teile durchgespielt, bis beim letzten auf den DLC, den habe ich noch nicht. Aber ein geiles Spiel, eine geile Story. Auch das könnte man richtig geil verfilmen. Story wird es hergeben. So, ich glaube, das ist jetzt der Bahnhof mit dem kurzen Bahnsteig. Ja, ich glaube, das ist er. Ja, sehr kurz. Okay, Türen auf. Schauen wir uns das von außen an. Ja, ein paar Meter hätten wir noch gehabt. Aber hinten stehen wir halt über. Sehr minimalistisch. Zu lang. Ah, das passt schon. Bodio, Biasca, Castiona Abedo. Gleis 1. Bitte halten Sie sich von den Türen fern. Also bei uns hat es keine Maskenpflicht mehr, ne? Just saying. So, gehen wir dazu. Im Bodio, 8,4 Kilometer, nächster Halt. Ja, soweit schlage ich mich, glaube ich, gar nicht mehr so schlecht. Besser aus wie gestern. So, also mal rollen, bis wir wieder auf die 80 runterkommen sind. Ein bisschen Energie sparen. Ja, und wenn es ausgeht, dann werde ich vielleicht morgen Abend Trail Worlds Online wieder streamen. Ich war echt kurz davor, dass ich sagte, mit Trail Worlds Online mache ich mal wieder eine Pause. Vor allem nach dem einen schlimmen Patch, was sie rausgebracht haben, aber teilweise jetzt wieder gefixt haben. Aber was mir noch viel mehr anzipft hat, war, dass man keine hohen Brücken bauen kann.
Und da gibt es jetzt aber dank Weißbrot einen kleinen Tipp, der ist tatsächlich so im Forum, dass man Brücke als Unterfundament nehmen sollte. Und das funktioniert. Ist zwar ein bisschen tricky, aber jetzt kann man dann doch wieder schöne Brücken bauen. Und die eigentliche Talstrecke so bauen, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Also kann es weitergehen. Übrigens, Severin und Sido hat mir auf meinen Kommentar zum Instagram-Story geantwortet. Was hast du denn geschrieben? Und was hat er geschrieben? Details? Ah, ist die nächste Schleife hier. Einmal nach links runter. Also so ein ganz klein wenig vermisse ich ja den Luxus eines Tempomaten. Andererseits kann man schon sagen, wenn man ein Tempomat fährt, ist irgendwann langweilig. Jetzt eigentlich nur noch zugucken und die Siefer immer wieder mal drücken. Oh, wow. Kamera, zeig das mal ganz kurz. Ich glaube, ich mache kurz Free Roam. Das ist eine große Brücke. Und ich glaube, ich stehe ganz gut. Da kommen wir gerade in die nächste Kehrschleife rein. Also ich gehe mal davon aus. Schöne große Linkskurve und dann hier unten wieder raus. Was für ein Höhenunterschied auf der kurzen Strecke. Ja, da ist sie auch. ...27% nach unten. Das muss so eine krasse Abnutzung sein hier in den Kurven. Ich glaube, die können alle paar Jahre mal hier die Schienen austauschen. Ah, das ist doch schön. Das ist mal Fansupport. Und da wären wir ein paar Meter weiter unten. Ah, das ist ein schöner Anblick. Da mit der Strecke da oben, wo wir gerade vor kurzem noch gewesen sind. Und dann hier rein. Und wer ist jetzt so dein Lieblingsmitglied von PUR? Ich muss sagen, hier bei der Gotthardbahn ist die Cinematic Cam echt gut.
Fenster sind hier echt ein bisschen komisch. Kann ich da umschalten? Ja. Nee, lass doch mich nicht. Wobei, ich mach mal kurz den hier. Können wir hier mal umschalten. Erste Klasse von der BLS. Wow, was ist denn mit dir falsch? Wo ist der Speisewagen? Hat's denn hier gar nicht? Ne, hat's ja gar nicht. Oh, beim Swiss Express hat's denn. Mein liebiges Hartmut Engler, da ich ihn für seine Texte total bewundere, aber ich feiere die ganze Band für die Personen, die sie sind und wie bodenständig die Band ist. Oh. Oh, sind wir jetzt langsam unten. Sieht so aus, als hätte man das Schlimmste jetzt mal hinter uns. Oh, auch coole Ansicht. Oh, Stichwort FIFA. Ja, ich bin jetzt gerade selber kein FIFA-Spieler, aber ich habe bei Deville, Schweizer Satire-Sendung, gehört, dass bei den letzten FIFA-Spielen die Schweizer Nathin immer mit dabei ist. Stimmt das? Und wenn ja, warum? Also ich bin nicht vom Fach, aber ich würde es gerne wissen. Fand ich schon interessant. War halt Thema in einer Show. Und dann endlich wieder schnell fahren. Die Schweizer Nationalmannschaft ist angeblich nicht mehr auswählbar beim FIFA-Spiel. Ist das wahr? Und wenn ja, warum? Schöne Verspätung. Oh, das könnte eine Punktlandung sein. Ja, nee, ganz. Da hat es noch ein paar Beta. Gehen wir mal wieder rein hier. Wir schauen mal hinten aus. Ja, nicht ganz so gut. Der letzte Wagen hat nicht so eine Freude. So, von der Verspätung her. Abfahrt. 5:40. Ah, nein, Moment, ich bin falsch. 5:50. 6:50. Wenn ich schlecht genug bin, dann kriegen wir es so hin, dass er dann dem Bellinzona sagt, dass wir um x Minuten zu spät sind. Achso, Türen zu. Das wäre vielleicht noch gut. Wow. Ja, ich ohne Akzent. Ich weiß, ich bin da speziell. So tirolerisch, bayerisch, ein bisschen schweizerisch mit dazu. Schöne Mischung.
Moment mal, warum ist jetzt Japan viel schlimmer, dass es nicht mit dabei ist? Muss doch die Schweiz unterstützen. Die arme Schweiz, immer auf die Kleinen. Morgen mal Besuch bei der FIFA machen. Ja, so weit hätten wir es ja nicht, ne? Die Schweiz ist es offenbar nicht wert. Wow. Wow. Tolle, ey. Japan hatte mal bei einer wie ein Pikachu als Maskottchen. Ja, so typisch Japan. Aber ist irgendwie süß. Da gibt es aber generell auch so geile geteamte Züge. Da gibt es ja auch diesen, wie heißt nochmal diese komische Japan-Katze da, was aus dem Anime gab. Da haben sie einen ganzen Zug danach geteamt, mir fällt es gerade nicht ein. Ah, wie hat denn das geheißen? Es gab sogar eine Serie davon. Wenn es jemand weiß, Chat rein, aber die haben so coole geteamte Züge teilweise. Ich war auf dem Fest und alle so Frankreich, Italien oder Deutschland und ich renne als einziger Japan-Fan rum. Gut, ich würde sowieso komplett neutral rumlaufen. Ich bin so Fan von gar keiner Mannschaft. Aber mich auch Fußball im Allgemeinen nicht interessiert. Weiß nicht, ich finde es total langweilig. Und jetzt, ja, nein, nichts gegen Fußball, aber für mich ist es einfach nicht spannend. ZOB funktioniert überhaupt nicht so, wie sie soll. Ja, das kann ich mir schon vorstellen, Ronny. Aber trotzdem, Fußball reizt mich einfach zu wenig, als dass ich mir das Spiel wirklich holen würde. Aber wenn es dann im Team wäre. Ist einfach nicht so mein Ding, wo ich sage, ja, das muss ich jetzt spielen. Okay, da wären wir da. So, wir schauen mal hinten aus. Sehr gut. Das ist der vorletzte Halt. Ne, es kommt noch Castione Arbedo. Und ich glaube, da werde ich mal künstlich eine Verspätung machen. Zu der, was ich ja eh schon habe. Ich will nämlich schauen, ob er dann in Bellinzona die Verspätungsansage macht. Also wenn ich es geschenkt kriege, dann glaube ich, würde es mal ganz kurz angucken, aber es reizt mich halt trotzdem nicht.
Gut, vermutlich. Müsst ihr mal schauen, ist das im EA Game Pass mit dabei? Microsoft Game Pass ist in der EA Pass ja mit dabei. Gleis 3. Bitte halten Sie sich von den Türen fern. Die Abreise steht unmittelbar bevor. Gut, Türen zu. Warum zieht er jetzt die Bremse hier an? So. Los geht's. Ich spiele alles mit den richtigen Leuten, aber viele Spiele waren einfach nur fail dieses Jahr. Findest? Nein, doch habe ich jetzt gar nicht mal so. Also gerade vor allem Plague Tale Requiem, was jetzt rauskommen ist. Dann für mich noch Call of Duty Modern Warfare 2. Bitte mich aber jetzt nur auf die Kampagne, war auch mega geil. Was hat denn dir nicht so gefallen für das Jahr? Ah, flott hier mit 60. Oh, geil, 120. So, und jetzt zeige ich euch mal, was passiert mit dem Zug, wenn ich hier mal Vollgas gebe. Die Beschleunigung ist einfach krank. Seht ihr? Ferrari-Style. Das ist nicht realistisch. Keineswegs. Oh, bin eh zu schnell. Muss gerade wieder bremsen. Ich glaube, da sind hinten erst mal alle Getränke von den Tisch gefallen. Uhr 10. Und dann bleiben wir ein bisschen länger stehen für die Verspätungsmeldung. Und dann haben wir nur noch einen einzigen Halt. Wie viel Zeitabschnitt wäre es denn da? 13 auf 18. Keine lange Fahrt mehr. Das Schöne bei dem RW Enhancer ist, man kann sich diese Stationsjingles und auch die Zugansagen, was immer kommt, austauschen und auch einstellen, je nach Land, was er dann spielen soll. Also wie jetzt zum Beispiel, wie ich es jetzt hier gemacht habe, ganz bewusst erstmal BLS-Jingle reingemacht, was BLS-Zug ist, könnt ihr auch ein SBB nehmen oder sonstige. Wow. Im Ausspiel spielt schon alles nicht funktioniert. Was? Warum? Oh, fuck, bei 80. So, das mit der künstlichen Verspätung kann ich mal sparen, weil ich glaube, die habe ich jetzt. Es kommt davon,
wenn man in den Live-Chat guckt und einen langen Text versucht zu lesen. Ah, es war so klar, dass ich mindestens eine Zwangsbremsung reinkriege. Unser Zug ist derzeit gestoppt. Bitte versuchen Sie zu Ihrer Sicherheit nicht, die Türen zu öffnen und bleiben Sie auf Ihren Plätzen sitzen. Das ist auch eine coole Ansage. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Nein, das geht nicht. Handy am Steuer, schämt dich. Ja, das ist jetzt noch, was da passiert. Aber das Zugsicherheitssystem funktioniert dann wenigstens. Ja. So, jetzt ist der Text weggescrollt und ich kann nicht mehr lesen. Weil ich jetzt gerade nicht rausklicken kann. Wann kommt schon der nächste? So, 120. 5 km/h langsamer. Na ja, gut. Ich meine, wenn man auf das Positive jetzt mal geht, was sind denn für das Jahr, zumindest bis jetzt, eure absoluten Spiele-Highlights? Und auf was für Spiele freut ihr euch noch, die jetzt dann noch bald kommen werden? Dann ein paar so Sternchen hat es ja noch. Ich für mich freue mich ja auf SimRail. Ich hoffe, das kommt noch das Jahr raus. Das wird super. Ich glaube, ich habe gerade die ideale Gaseinstellung gefunden. Schön neutral. Ah, mach das nicht immer von oben. Ich möchte es mehr seitlich haben. So wie das da. Elden Ring DLC, Dead Space, Resident Evil 4 Remake, Earth Defense Force 6, Tekken 8, habe ich im Auge. Oh ja, der Dead Space Remake, der wird noch spannend. Da bin ich im Überlegen, ob ich da nicht ein Let's Play mache und mir das antue, nochmal Dead Space zu spielen. War beim ersten Mal schon eine Qual und jetzt mit dem Remake wird es vermutlich nicht viel besser werden. Und Gott sei Dank gibt es nicht in VR. Ich glaube, ich werde sterben. Ich würde das, glaube ich, keine 20 Minuten aushalten. Auch wenn ihr das dann vermutlich wieder gern sehen wollt. Oh, jetzt sagt das schon an, dass wir eine Minute zu spät sind. Eigentlich höher sein? Oder errechnet er das mit der Abfahrt? Ich glaube eher letzteres. Nächster Halt, Castione Avedo.
schöner Bahnhof hier. Warte nur auf Simmer, sonst tote Hose. Na. No. Okay, Hintern ist gut. Boah, das ist sogar sehr gut abgeschätzt. Wow. Zone. Okay, geplante Abfahrt wäre hier um 13 Uhr, es ist 14 Uhr. Und jetzt werde ich noch bewusst noch ein bisschen warten, weil ich das mit der Verspätung hören will. Zwei Minuten zu spät. 13, 14, machen wir 15. Du kannst auch bis ganz vorfahren. Die haben für den ganzen Bahnsteig bezahlt. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis. Ah, meine Türen schon mal zu. Was mich ein bisschen irritiert, dass sie die Haltetafel gar nicht hat. Au, das ist gerade ein bisschen laut. Ah, Gott sei Dank. Schön langsam fahren, damit wir unsere Verspätung haben. Hoffentlich macht er die Ansage. Ja, es könnte sein, dass es nicht ausreicht von der Verspätung her. Machen wir doch jetzt schon mal 60. Shit, die Verspätung war zu gering. Schade. War ich nicht so schnell. Dass es verboten ist, im Bahnhofsbereich zu rauchen. Wir hoffen, Sie hatten eine angenehme Reise und wir wünschen Ihnen einen schönen Tag. Ja, ich wollte die Verspätung ja gar nicht rausfahren. Ich wollte bewusst eine machen, damit er das entsprechend ansagt. Aber für das war jetzt der Abstand zu kurz. Oh, geile Lackierung. Gefällt mir.
Okay. Liebe Leute, das ist gewesen. Was ist denn jetzt? Willkommen in Bellinzona. Bitte achten Sie darauf, dass Sie nichts im Zug vergessen haben. Cool. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag. Coole Ansage. Die habe ich jetzt auch noch nicht gehört. Jetzt wäre noch cool gewesen, wenn er halt irgendwie die Anschlüsse noch erwähnt hätte. Aber das wäre dann so viel des Guten. Okay, liebe Leute, das war's mit dem Stream. Ein kleiner Exkurs auf der Gotthardbahn. Mal schauen, was wir als nächstes machen. War eine coole Fahrt, eine Zwangsbremsung. Relativ pünktlich. Auch wenn ich gar nicht pünktlich sein wollte zum Schluss. Aber ja, wir sehen uns dann eventuell morgen Abend. Und da mal gucken, ob ich da Raywards online mache. Muss da noch ein bisschen was ausprobieren. Ich wünsche euch Spaß und morgen guten Arbeitstag für alle, die arbeiten müssen. Und ansonsten noch einen schönen Abend. Bis denn dann. Tschüss. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.